Bonsoir, Mesdames und Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Wir haben den 21. Januar. Es ist 17:55 Uhr und es geht hier um den DAX. Ja, das war doch mal ein heftiger Tag, oder? Da waren ja ein paar Bewegungen dabei, du meine Herren, also was wie Siemens Energy, 16%, ein bisschen weg von Deutschland, Netflix. Ich glaube, die gingen runter bis zu 28% oder sowas. Meine Güte. Also, das ist schon teilweise recht heftig. Mir fallen so ein paar Dinge aus und da muss ich mal ganz kurz nochmal auf die Amis gehen. Und zwar ist das hier der Dow. Der Dow, diesen Trendkanal, den habe ich gezeichnet, als wir hier oben waren. Einfach nur gesagt, na gut, jetzt verbinde ich die Dinger mal hier, wie liegt sich das an? Und das ließ sich sehr gut anlegen. Da sind wir fast in der Nähe. Der ist also momentan bei 24.340, etwas unter der 200-Tage-Linie. Und guck mal hier, wie tief bereits die Technik ist. Es gibt noch kein Entlastungssignal, habe ich nicht. Ja, aber, also hier, Stochastik bei 4,47, finde ich okay. Und ein MACD, was immer noch nach unten gerichtet ist, aber 2 Tage hier gehalten, dann fängt das alles an zu drehen. Da muss man mal ein Auge drauf haben. Finde ich nicht so verkehrt. Ein bisschen negativ ist, dass die Bänder nochmal aufgehen. Aber jetzt genug zum Dow. Es geht ja hier um den DAX. Aber das wollte ich doch noch mal zeigen, bevor ich das vergesse. Also, ich hatte euch in dem Film vor 2 Wochen versprochen, ich bin weg, es kommt Bewegung. Die kam, ja, die kam heftig. Und VDAX war, glaube ich, in der Spitze hoch bis 24. Als ich ging, war es bei 18. Also, ihr könnt euch nicht beschweren. Das war Bewegung mit Ansage. Ich finde diesen Bereich hier hochinteressant. Da, wo sich der DAX momentan so rumlümmelt. Im Moment sind wir bei 15.560 und der Schlusskurs war 15.580, glaube ich. Also, dieser Punkt hier, dieser Bereich, das ist deswegen so wichtig. Wir haben hier das untere Band. 15.627. Wir haben hier die 200-Tage-Linie, auf die ich nicht so schaue. Wir haben hier ein Gap vom 22.12., wenn ich es richtig sehe, bei 15.567. Das ist alles hier in diesem Bereich. Das wird einmal durchschlagen, dass da Stops ausgelöst werden. Das ist normal. Von der Technik her sind wir relativ in Ordnung. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie wild nach unten geprügelt, gar nichts. Wir haben am internationalen Vergleich, der DAX verliert lediglich 5%. Das ist diese Geschichte hier. Und der Dow Jones 7. Ja, sind wir also da ein bisschen besser. Aber der Nasdaq 13. Das ist schon ein großer Unterschied. Ich finde insgesamt, der DAX hält sich hier hervorragend. Mir fällt Folgendes auf. Wenn ich diese Bewegung hier vergleiche, mal mit sowas oder auch sowas hier, ist der Unterschied so, dass in diesen zuletzt genannten Bewegungen, da wurde alles verkauft. Das Gold, die Aktien, das Silber, das Öl, das Bauholz und von mir aus auch Müsli-Riegel. Da wird alles verkauft. In dieser Bewegung jetzt hier sind es nur die Aktien. Das Gold bleibt stabil, das Silber steigt sogar leicht, das Öl ist quasi unverändert. Das heißt, das ist für mich oder vielmehr ich interpretiere das so, das sind große Endanleger, die die Positionen reduzieren. So würde ich das mal formulieren. So ein norwegischer Staatsfonds oder so ein BlackRock oder so. Die nehmen einfach mal ihre Position ein bisschen runter. Das ist auch schwierig für so einen Fonds. Ja, nochmal, BlackRock hat sowas mit, was waren das? 10 Billionen? Ja, die müssen ja irgendwas damit machen, im Sinne von, die müssen auch ein bisschen aufpassen. Wir haben die Ukraine, wir haben Corona, wir haben Zinsängste, das ist ja jetzt hier jede zweite Überschrift auf jeder Internetplattform, Zinsängste, Inflationssorgen, bla bla. Das wird jetzt wieder das Modewort werden für die nächsten 2, 3, 4 Monate, bin ich mir ganz sicher. Aber nochmal, Ukraine, Corona, Zinssorgen. Ich empfinde das eigentlich als gut. Deswegen, ich glaube, dass die Bank- und Finanzaktien insgesamt weiter stabil bleiben und besser gehen und andere Sachen halt dementsprechend fallen. Also wir haben schon ein paar Probleme. Da kann man nicht mit einer vollen Long-Position reingehen. Die muss man irgendwann ein bisschen reduzieren oder zumindest abhedgen. So interpretiere ich das, damit mag ich falsch liegen, aber das ist mein gutes Recht. Ich finde nur, es ist ein großer Unterschied zwischen dieser Bewegung und sowas hier oder sowas hier. Das meine ich zu sehen. Gut, es wäre schöner gewesen, das hatte ich eigentlich gehofft,
wenn die heutige Kerze, und das ist eine Art Hammer, das ist keiner per Definition, weil die Lunte ist zu kurz oder der Körper ist zu lang, ist es kein Hammer. Aber von dem Aufbau der Position her ist es einer. Und er hat auch genügend Abstand zu den vorangegangenen Kursen. Das ist in Ordnung. Für mich ist das einer. Es wäre aber noch schöner gewesen, wenn er über der 200-Tage-Linie und innerhalb der Bänder geschlossen hätte, also bei 15.631. Dann würde ich mich hier hinstellen und kann sagen, das Ding hat ein Potenzial von, was weiß ich, 600, 700 Punkten. Jetzt sind allerdings manche Werte so heftig gefallen. Damit meine ich sowas wie BioNTech. Ich meine aber auch Netflix, Nordex, ja, und natürlich Siemens Energy, Delivery Hero. Da muss man jederzeit mit einer Gegenbewegung von 10, 15, ich würde sogar sagen 20% rechnen, innerhalb kurzer Zeit. Und das kann hier im DAX genauso passieren. Ja, das ist, wir haben, wollte ich mal zeigen, hier zum Beispiel auf der Stundenebene, das ist jetzt der DAX auf Stunde, dreht das obere Band ein, ja, Bewegung nach unten, entgegengesetztes Band, dreht ein. Wir haben hier einen ziemlich guten Hammer. Raus aus dem Band, rein ins Band. Das hätte ich gern gesehen auf Tagesbasis. Ja. Gleichzeitig hier positiv. Also auf Stundenbasis bin ich der Meinung, geht er eher hoch. Das heißt aber auch in den Montag, Dienstag hinein. Aber wir sind hier beim Tag und der Wochenend-DAX ist ja eher so auf 5 Tage ausgelegt. Das fände ich schöner. Das hätte ich mehr gemocht, wenn dem so wäre. Dem ist aber nicht so. Gut. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Also letztendlich denke ich, dass wir jederzeit mit einer Korrektur rechnen müssen, die bis zu der 20-Tage-Linie gehen. Die wird sich in den nächsten Tagen nicht nennenswert verändern, weil da sind wir irgendwo hier, fangen wir an zu rechnen. Ja? Dann fallen die hier raus, dann haben wir ein paar Tiefe weniger. Weil da wird nicht so viel passieren, die sollte relativ horizontal bleiben. Aber das ist für mich eigentlich mal so Rücklaufpotenzial. So würde ich das formulieren. Und jetzt habe ich einen Schein ausgesucht. Naja, 27er Hebel finde ich okay. Der eine oder andere wird jetzt schlucken, aber ich habe den so gewählt, der ist unter der 15.000. 14.985, da sind wir hier. Wir sind auch unter dieser Kerze. Das heißt, unter den letzten zwei prägnanten Zwischentiefs sind wir hier drunter. Das ist die GX2 G5J. Das ist ein Open-End-Schein. Und von dem Putz her habe ich mich entschlossen, hinter dieses Niveau zu gehen. Wir haben hier ein A, B, C, B. Tja, wo auch immer das jetzt hier aufhört. Das heißt, der Markt wird bei mir eigentlich erst wieder kurzfristig positiv über diesen Bereich hier, 6.100. Deswegen habe ich den Schein da ausgesucht, 16.129. Ist auch ein Hebel 27. Das ist die GH1 Paula Ludwig Martha. Der ist aber auch dafür gedacht, wenn wir Montag oder Dienstag unter das Tief gehen, was wir heute gemacht haben. Unter die 15.454. Dann kann man den nehmen. Ja. Ich würde dann wahrscheinlich sogar hier aus meiner Sicht einen nehmen, hinter der 20-Tage-Linie, aber da muss man mal gucken. Das heißt, es ist ja der Vorteil eines Hammers ist, dass er gleich den Stopp mitliefert. Hier bei der 15.457. Wenn wir also da drunter gehen, dann kann man davon ausgehen, dass wir uns nochmal hier so 15.100 bewegen. Je nachdem, was uns die Amis vormachen oder was an Nachrichten kommt. Ich tendiere vor dem Hintergrund der Stundentechnik dafür, übers Wochenende sogar lang zu sein. Aber auch hier nicht viel, genauso wenig wie gestern im Nasdaq, hatte ich ja gesagt. Vielleicht hat der eine oder andere den Film gesehen, das waren Schnüffelstücke. Die haben, glaube ich, 35 Cent gekostet oder so. Das ist, die Katze kriegt's Essen. Weil ich gesagt habe, wenn der schief geht, dann kriegt die Katze kein Fressen mehr. Die kriegt's Fressen. Ist alles gut. Die muss nicht rausgehen in die Kälte und dann das Zeug holen. Muss sie nicht. Wird gefüttert. Ja, so bin ich nicht. Ja, also so sieht es bei mir aus. Ich gebe dem ganz kurzfristig eine Rebound-Chance bis zur 20-Tage-Linie. Ich gehe jetzt hier nicht mehr short, jetzt heute hier und jetzt. Ich muss das Ganze überlegen, wenn wir unter der 15.451 sind. Dann noch eins für euch alle. Also erstmal nochmal vielen Dank für die ganzen vielen netten Kommentare. Auch gestern zum Nasdaq oder wie auch immer. Das ist für mich Ansporn. Das macht mir Spaß. Und ich habe mir das jetzt so überlegt, ich hatte das gestern kurz angesprochen, weil mehr und mehr werden Einzelwerte gefordert. Ich werde also in Zukunft dann nicht einen Film machen über, was weiß ich, nur Deutsche Bank, sondern dann mache ich halt Deutsche Bank, Commerzbank, keine Ahnung, ING oder SocGen oder BNP oder UniCredit dazu. So 2, 3 Branchenwerte im Vergleich.
Dadurch kriege ich mehr Einzelwerte hin. Die Filme werden ein bisschen länger. Die sollten dann dauern so um die 10 bis 12 Minuten. Aber ich schreibe dann unten drunter, von wann bis wann, welcher Wert, wo, wie analysiert wird. Ich halte das für sinnvoll. Ja, das ist mir neulich aufgefallen. Ich habe den Film gemacht über Adidas, Puma und Nike. Und der war auch nicht so verkehrt. Und das hat Spaß gemacht, den direkten Vergleich. Das sollte euch was bringen. Ansonsten wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.